Ja, hallo und willkommen zu Gedanken der Zeit. Heute in der Serie Was wissen Sie über Außerirdische geht es um Botschaften aus einer anderen Welt und welche Möglichkeiten die genutzt haben könnten oder auch vielleicht auch haben, diese nämlich zu übertragen. Ja, bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich noch was sagen. Und zwar hatte mir einer eine Frage gestellt. Ich habe leider das Kommentar nicht mehr wiedergefunden. Und zwar ging es um diesen UFO-Absturz, der im Schwarzwald passiert sein soll. Und zwar war das 1936. Und gefunden, hatte ich das bei Jan van Helsing Geheimgesellschaften. Und diese UFO-Absturz, also der UFO-Absturz, die Teile davon oder was auch immer die dann geborgen haben, soll dann angeblich in der Bebelsburg eingelagert worden sein. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen und ich denke, in dem Buch wirst du vielleicht noch weitere Informationen dazu finden. Ja, Botschaften aus einer anderen Welt. Eine der bekanntesten ist natürlich der brennende Dornbusch. Und da ist ja die Frage, man kann natürlich sagen, ja gut, da ist der Blitz eingeschlagen und da hat der Busch angefangen zu brennen, aber er soll ja gebrannt haben, ohne dass er ja verbrannt ist sozusagen. Und da habe ich mich gefragt, wie ist sowas möglich? Also technisch möglich ist es natürlich ganz einfach. Und zwar, man braucht ja nur ein Hologramm zu nehmen. Und es muss dann nicht mal der ganze Busch sein, sondern es reicht ja, wenn das Feuer nur das Hologramm ist und damit dann die Botschaft übersendet wird, was natürlich zur damaligen Zeit und selbst zur heutigen Zeit natürlich sehr wunderlich wirkt. Und mit einem Hologramm kann man natürlich sehr vieles machen. Man kann Gespenster projizieren in jeglicher Art und Weise. Und ja, eigentlich fast alles kann man damit projizieren. Und ich habe mittlerweile, habe ich einen sogar gefunden, die ein Hologramm erzeugen mit Vibration. Das war auch ein ganz interessantes Experiment. Das zeige ich aber dann in der Videoreihe über KI. Und dadurch konnten die mit Tönen nämlich das Hologramm formen und haben dann die Erde und so weiter dargestellt. Aber was man letztlich darstellt oder darstellen möchte, ist ja dann egal, aber auch da sind die wieder einen nächsten Schritt weitergegangen. Ja, und ja, man kann natürlich alles herstellen mit so einem Hologramm. Ihr müsst euch mal nur mal die Shows von Dubai anschauen. Mit 7G oder wie nennen die das? Ne, 7G bestimmt nicht, aber irgendwie irgendwas mit 7D. Wahrscheinlich Hologramme, die da am Flughafen zu sehen sind. Also unwahrscheinlich, unglaublich eigentlich. Oder auch diese Shows, wo dann ein Wal einfach in der Turnhalle ins Wasser springt oder so ein Tiger über einen läuft. Also da sind die schon sehr viel, viel weiter, wie wir uns das eigentlich so ein bisschen vorstellen können. Und ich habe irgendwo gesehen, gab es eine Firma, die ein Gerät nämlich herstellt oder schon hergestellt hat oder ein Prototypverfahren ist. So eine Art Kugel, die stellt man auf den Tisch oder auf den Boden und dann wird darüber das Hologramm projiziert. Kann eine Kugel sein und so weiter, kennen wir aus den Star Wars-Filmen. Und das kam dem Ding nämlich schon sehr, sehr nah, was wir dort in diesen Filmen nämlich gesehen haben. Ja, und für eine höhere entwickelte Zivilisation dürfte die Hologrammtechnik, glaube ich, das kleinste Problem sein. Ja, Albertus Magnus in Köln ist ein Dominikaner. Ja, ich glaube, Dominikaner-Mensch gewesen, war auch mal Bischof, glaube ich, von Regensburg. Ja, und der soll auch Botschaften bekommen haben, den sein Haus, wollte ich gerade sagen, den seine Kirche ist direkt neben dem Dom. Er hat auch wirklich erstaunliche Erfindungen gemacht, ein ganz erstaunlicher Mensch, habe mich auch viel mit ihm beschäftigt, war auch oft dort in der Kirche und nachher auch unten in der Krypta, er wurde später heilig gesprochen, ich weiß jetzt nicht von welchem Papst. Naja, auf jeden Fall, Albertus Magnus, man hört schon an den Namen, er heißt eigentlich Albert der Große, glaube ich, dass er sich mit solchen Dingen beschäftigt hat und er hat auch einen Kelch gehabt, aus dem halt so, ja, Vögel und so weiter geflogen sein sollen. Und er soll halt die Botschaft bekommen haben, nämlich die Baupläne, um den Dom zu bauen, und zwar von drei Engeln.
Und auch eigentlich eine unglaubliche Geschichte, aber wenn man das verfolgt, was er noch alles gemacht hat, er hatte auch so einen Roboterarm und war auch schon mal so nah an der Ketzerei. Ja, er hat sich schon sehr intensiv damit befasst, ist auch ein bisschen durch die Welt gereist, war bis Paris und so, war in der Medizin, in der Naturheilkunde sehr bewandert. Also ein ganz außergewöhnlicher Mensch. Ich finde sogar einer der außergewöhnlichsten Menschen, die in Köln gelebt haben. Naja, auf jeden Fall soll er Botschaften von drei Engeln bekommen haben und die haben ihnen nämlich den Bauplan für den Kölner Dom gegeben. Ja, Henoch, meist natürlich auch ein Begriff, der sogar entrückt worden ist, so nennen die das, er mit nach oben gegangen, hatte ebenfalls Botschaften erhalten oder sogar der dritten Art, wie man so sagt, Kontakt gehabt, persönlicher Natur, sage ich mal. Aber heute beschränken wir uns mal auf die Botschaft. Und das durchzieht sich eigentlich durch alle Religionen. Es gibt Religionen, die nur deshalb entstanden sind, weil sie nämlich Botschaften bekommen haben, von wem auch immer. Und das ist eigentlich quer durch die Menschheitsgeschichte, quer durch die ganze Zeit. Aber heute geht es mir um einen Fall, der näher in unserer Zeit liegt, und zwar der Rendlesheim-Forest-Vorfall. Am 26. und 28. Dezember 1980 im Waldgebiet des Luftwaffenstützpunkt Bentwaters Wattbridge in Suffolk, England. Ich glaube sogar, es war auf jeden Fall ein NATO-Stützpunkt und ich glaube sogar, es war ein Atomwaffenstützpunkt oder da waren Atomwaffen gelagert. Auf jeden Fall ein hochsensibler Bereich. Ja, und dann haben einige Soldaten, die müssen da ja patrouillieren oder haben es von ihrem Haus aus gesehen, ist ein Licht in der Nähe gewesen im Wald und sie sind dahin, weil sie erst dachten, da ist ein Flugzeug abgestürzt und ja, sind dann dahin und haben dann nämlich dieses Objekt gesehen. Ein leuchtendes Objekt in Gelb, Blau und ein oranger Nebel soll so ein bisschen da drum gewesen sein. Dreiecksform und circa 3 Meter Seitenlänge und circa 2 Meter hoch. Und die Zeugen sind meines Erachtens, also das ist einer der Fall, wo ich sagen muss, wie auch bei Travis Walton, die halte ich wirklich für glaubwürdig. Das sind glaubwürdige Zeugen. Ich habe mir das auch nochmal in Ascent Aliens angeguckt, wie er spricht und so ein bisschen auf die Mimik geachtet und die Augenrichtung, was er dabei erzählt. Ich sah da drin keine Lüge. Was er auch immer dort gesehen und erlebt hat, hält er auf jeden Fall für wahr. Ja, hier mal so eine Zeichnung. Und der ganze Vorfall, wie gesagt, ist 1980 passiert. Natürlich haben die mal wieder 30 Jahre gewartet, müssen sie ja, weil die natürlich verboten bekommen haben, darüber zu berichten. Naja, kann man ja auch verstehen, warum die das machen. In jedem Fall hat er diese ganze Zeit gewartet, um darüber zu erzählen. Mittlerweile sollen sich auch noch andere Zeugen gemeldet haben. Dann habe ich noch das gefunden, was ich aber wirklich nur in Wikipedia gefunden habe, deswegen ich kann das jetzt nicht bestätigen. Laut dem Sicherheitsoffizier Larry Warren gab es eine weitere Begegnung in der Nacht zum 29. Dezember. Warren gibt an, er sei Teil einer Untersuchungsmannschaft in Begleitung von Lieutenant Colonel Hyde gewesen. Das ist einer, der auch in den Tagen davor dabei war. Er habe ein hell leuchtendes Objekt auf dem Boden gesehen, ähnlich wie von Peniston beschrieben. Militärpersonal habe daneben gestanden, sowie einige kleine humane Wesen. Warren habe den Eindruck gehabt, sie kommunizieren. Dann wurde Warren von Militärangehörigen von der Szene entfernt. Nämlich einer von diesen Zeugen, die Tage davor, war nämlich auch der stellvertretende Kommandant von diesem Stützpunkt, also auch nicht einfach irgendwer. Ja, mittlerweile gibt es da sogar ein UFO-Trail dahin. Ich weiß nicht, ob es gemacht worden ist, um die Sache lächerlich zu machen, bestimmt nicht, um es in Erinnerung zu halten. Ja, und da kann man dann, wo es dann gelandet ist, die hatten auch nicht Fußspuren, wie nennt man das? Naja, auf jeden Fall von diesen Landefüßen hatten die auch 3 Vertiefungen damals gefunden. Naja, da haben sie wohl das aufgestellt und haben sogar diese Zeichen, die er nämlich gesehen hat, auch da drauf gemacht. Ich habe die euch hier mal rausgesucht. Ja, jetzt ist das Bild aber schnell weg. Hier mal rausgesucht und so sollen die Hieroglyphen, nennen wir sie mal, ausgesehen haben. Interessant ist, in Japan kennt ihr ja auch die Geschichte, dass der japanische Kaiser ja direkt
von einem Gott abstammt, aber es gibt halt diese Geschichte auch mit dieser Frau, nämlich von der das nämlich alles passiert ist, die da mit der Kiste steht, dass die nämlich mit so einem Fahrzeug dort angekommen ist. Und interessant sind da noch ebenfalls die Zeichen. Ich habe die hier mal vergrößert. Sie haben eine gewisse Ähnlichkeit. Dennoch weiß ich nicht genau, ne, ob es in die Richtung geht, aber eine gewisse Ähnlichkeit ist auf jeden Fall nicht zu leugnen. Ja, worum es hier aber heute geht, das ist eigentlich das noch viel Erstaunlichere, ist nämlich Folgendes. Er hat nicht nur hat das Objekt in nächster Nähe gesehen, sondern er hat es berührt. Und jedes Mal, wenn er es berührt hat, hat er vor seinem geistigen Auge nämlich eine Zahlenfolge gesehen, den Binärcode in Nullen und Einsen. Und zwar immer wieder, wenn er es berührt hat, kam immer wieder dieser Code. Ja, irgendwann hat er diesen Code dann aufgeschrieben und der wurde dann auch übersetzt. Man, heutzutage, ich weiß nicht, wie es damals war, aber heute braucht man den ja nur einzugeben und man kann das übersetzen lassen. Habe ich übrigens auch schon mal für euch gemacht in dem Video 101. Habe ich ebenfalls einen Code dort eingebettet und das ist keine Zufallszahlen, die da stehen, sondern da ist eine kleine Nachricht für euch gewesen. Hat aber, glaube ich, noch keiner übersetzt, aber ist auch nur ein lieber Gruß gewesen. Okay, auf jeden Fall die Nachricht, die er bekommen hat, die ist ja auch viel bedeutender, sollte nämlich so sein. Erforschung der Menschheit, dann kamen Koordinaten, fortlaufend für planetarischen Fortschritt, Ursprungsjahr 8100. Das Interessante dabei ist, wenn man die Koordinaten nämlich eingibt, und zwar in Google Earth, dann sind die ungefähr etwas für Irland. Und wenn man dazu einen alten Atlas nimmt, und zwar den Katalan-Atlas von 1375, befindet sich nämlich dort eine Insel, die heute aber nicht mehr vorhanden ist. Ich habe das mal vergrößert. So soll die Insel ausgesehen haben. Ich finde das schon sehr technisch. Und der Name soll gewesen sein Hai Brasil. Und dort soll eine Zivilisation gelebt haben, die ja weit, weit fortschrittlich war. Aber ich habe darüber sehr wenig gefunden. Vielleicht hat der eine oder andere von euch ja die Geschichte schon mal gehört oder kann sich da was dran erinnern. Auf jeden Fall ist es schon bemerkenswert, dass an dieser Stelle, ja, vor vielen Jahren, wahrscheinlich so zur letzten Eiszeit her, nämlich noch eine Insel war. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, es kann natürlich alles gefälscht sein, der Binärcode und so, den hat er seinen Text eingegeben, hat ihn dann in einen Binärcode umwandeln lassen. Aber wisst ihr, wenn ihr euch den Mann anhört oder ihr seht, der hat dafür überhaupt keinen Grund. Und warum sollte er ja, einen Code eingeben, wo vor 8000 Jahren oder vor 12.000 Jahren eine Insel war, die heute nicht mehr da ist? Also finde ich, das würde für mich keinen Sinn machen. Ich habe da wirklich keine Lüge oder so gesehen. Ja, dann gibt es noch andere Botschaften, die soll sogar der Johannes Brahms bekommen haben. Nämlich, er sagte auch schon mal, dass er, wenn er komponiert, nämlich diese Notenfolge, ja, auch vor seinem geistigen Auge gesehen hat und hat sie nämlich einfach nur runtergeschrieben. Das betrifft auch den einen oder anderen Wissenschaftler mit mathematischen Formeln, die nämlich dasselbe gemacht haben und es sozusagen gar nicht errechnet haben oder wie er gar nicht komponiert hat, sondern wie auch der Herr an dem UFO einfach es gesehen hat und hat es dann aufgeschrieben. Ja, ich fand den Fall auf jeden Fall sehr interessant. Deswegen habe ich darüber das Video gemacht. Freue mich über eure Ansichten und Kommentare. Wenn ich kann, werde ich eure Fragen beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Tschüss.